Toto-Pokal, die erste Runde. Dieter Wirsching, für euch geht es nach dem 1:1 am letzten Freitag unter der Woche weiter. Man hatte gedacht, die englischen Wochen sind vorbei, aber es gibt ein Pokalspiel am Mittwochabend. Jawohl, völlig korrekt. Und unsere Reise führt uns zu dem Landesligisten nach Karlburg. Und da ist es natürlich auch an uns gelegen, auch mal den ein oder anderen Spieler, der jetzt in der Regionalliga nicht so viel gespielt hat, einfach auch mal zum Einsatz zu bringen. Das haben sich die Jungs auch verdient, die jetzt viel trainiert haben, und dementsprechend freuen wir uns natürlich auch auf dieses Spiel und wollen da natürlich auch ein bisschen testen für die Umstellungen, die uns dann am Wochenende fürs 1860-Spiel dann eben auch bevorstehen. Das ist natürlich ganz klar, aber es ist immer so eine Sache. Es ist keine Trainingseinheit, es ist ein offizielles Spiel, wo es ja letztendlich auch um was geht und dann immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, die anderen Leute einzusetzen und trotzdem zu sehen, im Pokal Erfolg zu haben. Ja, also erstmal jeder, der bei uns den Vertrag unterschrieben hat vor der Saison, hat die Berechtigung oder auch die sportliche Qualität, Regionalliga zu spielen. Und was ich natürlich mit Ausprobieren meine, ist natürlich, dass wir auch den Leuten jetzt auch die Chance geben, sich zu präsentieren. Und es sollte uns schon gelingen, als Regionalligist, zwei Ligen über der Landesliga eben, auch ein gutes Spiel zu präsentieren und die Jungs sich eben auch möglichst schnell im Spiel finden. Ja, es ist immer schwierig, wenn man plötzlich 11 andere Spieler am Spielfeld hat, als dass man nur 1, 2 oder 3 austauscht. Und natürlich wollen wir gewinnen und natürlich wollen wir eine Runde weitergehen, um dann vielleicht irgendwann vielleicht unser großes Lokal-Champion sozusagen spielen zu können. Aber es wäre vermessen zu glauben, dass wir morgen dann sofort bei 100% stehen. Also das muss ich ein bisschen finden und einspielen. Was wird es für morgen für Veränderungen im Kader geben? Ja, nahezu alle. Wir haben einen 22-Mann-Kader gemeldet an den Bayerischen Fußballverband für diesen Wettbewerb. Und also sehr viele Spieler, die zuletzt oder die fast alle Spiele gemacht haben, bekommen ihre Pause für die Regionalliga. Sie können sich für Mittwoch schonen. Und alle anderen werden natürlich schon dann morgen über einen längeren Zeitraum spielen und werden sich präsentieren. Wirst du auch den, wie was ja viele im Pokal machen, den Torwart wechseln? Ja, Lorenzo Tertan braucht ja auch unter Wettkampfbedingungen seine Spieleinheiten, hat jetzt ein paar Mal bei den Amateuren gespielt. Und der Lorenzo, und da weiß ich auch, dass ich mich auf ihn verlassen kann, wird morgen im Tor stehen für den Daniel Sefidis. Jawohl. Okay, dann freuen wir uns natürlich auf das Pokalspiel und hoffen da natürlich dann, dass die Würzburger Kickers dort eine Runde weiterkommen. Internet. Radio for you. Dein Sender. Top-Spiele, Top-Songs.